Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Frau Königin, ihr seid die Schönste im Land. Hallo Freunde, wisst ihr schon das Neueste? Es gibt wieder Märchen im Kino, zum Beispiel Schneewittchen und die sieben Zwerge. Knuspert, knuspert, Knäuschen, wer knuspert an meinem Häuschen? Kommt herein, liebe Kinderlein. Das ist natürlich Hänsel und Gretel, das kennt ja jeder. Ritze, Ratze, Meisterböck, Schneider, Schneider, eck, eck, eck. Ich wette, ihr würdet auch gern solche Streiche machen wie Max und Moritz. Die Goldmarie hat's gut, was? Aber wie behandelt Frau Holle die Pechmarie? Das ist die hübsche Rosina. Sie ist ganz verrückt nach dem Hut des gestiefelten Katers. Wisst ihr noch, wie schlau der war? Er hat den Zauberer gebeten, sich in eine Maus zu verwandeln. Und zack, da hat er sie schon. Und er hat sie zum Fressen gern. Hey, was ist denn hier los? Gibt's hier vielleicht etwas umsonst? Ach, das sind ja die Heinzelmännchen. Wusch, da liegen sie auch schon auf der Nase. Also, wenn ich Rotkäppchen wäre, dann würde ich mich ganz schnell aus dem Staub machen und meinen Kuchen selber essen. Geht's euch auch so? Ich habe immer Mitleid mit dem bösen Wolf. Die Erbsen in die Schale und die Asche in den Eimer? Armes Aschenbrödel. Während im Schloss gefeiert wird, muss sie Erbsen aus der Asche lesen. Da kann einem wirklich jede Lust vergehen. Tischlein, deck dich. Goldesel, streck dich. Knüppel aus dem Sack. Das war Tischlein, deck dich. Bist du zu uns in die Stube? Komm herein und wärme dich. So ein dicker, brauner Bär klopft nicht alle Tage an die Tür. Da darf man schon ein bisschen Angst haben. Schneeweißchen und Rosenrot wissen ja noch nicht, dass der Bär in Wirklichkeit ein verzauberter Prinz ist. Schon wieder so ein Untier. Ob das den Geißlein wohl etwas nützt? Aber ihr wisst ja, im Märchen geht immer alles gut aus. Auch beim Wolf und den sieben Geißlein. Könnt ihr euch noch erinnern, wie der Prinz Dornröschen aus seinem 100-jährigen Schlaf erweckt hat? Und was mit der hinterlistigen Fee passiert ist? Kommt mal wieder ins Kino, dann seht ihr's. Ihr wisst ja, es ist wieder Märchenzeit. Ich hab gesagt, nur ein Schuss! Tut mir leid, Kinder, ich hab jetzt keine Zeit mehr. Ich muss ins Kino. Tschüss, Servus.